Bis jetzt hat alles wunderbar geklappt. Boote sind am Start, wie ich sehe. Und wir können jetzt zur Taufe schreiten. Wir haben also eine staatlich geprüfte Jungfrau bekommen, die jetzt zur Tat schreiten wird. Ich übergebe an René König. Zweites Geschlecht. Ich, Renate, Abgesandte des mächtigen Herrn aller Meere, dem weisen Vater aller Seen, Ströme, Flüsse, Bäche samt aller Tümpel, gebe hiermit kund, dass ich in diesem Jahr aus dem vieledlen Reich unter dem Wasser gekommen bin, um den ersten Erzählleser des Herforder Kanuclubs zu taufen. Bravo. Ihr habt mich an dieses Gewässer namens Werre gelockt, um dieses Boot zu kaufen, damit es in die Gemeinschaft der Seefahrt aufgenommen werden kann. Doch bevor dies geschehen wird, möchte ich euch, besonders den Kapitänen dieses Bootes, einige weise Worte mit auf die Tour geben. Ein weiser, ziemlichstämmiger Mann sagte einst, ohne Heu kann das Pferd nicht kürzen. An diesem Spruch ist vor jedem Einsatz zu denken, denn nicht nur die Fernsteuerung, nein, sondern auch die Akkus an Bord müssen immer voll geladen sein. Ob klassenkonform oder nicht, bedenke beim Schrauben, kurz nach ganz fest kommt ganz ab. Dann steht dem würdigen Taufakt nichts mehr entgegen und ich kann meinen traditionellen Befehl dazu erteilen. Mit Gunst und Verlauf des allmächtigen Gottes Wassers Neptun taufe ich dieses Boot auf den Namen Germany 52. Auf deiner Fahrt mögen alle deine Kapitäne und all deine Geister mitsamt den Tieren und Wellen aus dem Wasser reifen, sowie die Windgeister Bora, Thun, Inga, Nestral, Durin, Levan, Levik und Tamontana zwischen Dümmersee bis zum Steinhüter Meer und zu Nord, Süd, West und Ost und darüber hinaus mögen noch bleiben. Wenn sich der Himmel nicht verdüstert, wenn keine Wasserhose aufsteigt und keine Böen über dieses Gewässer rauschen, kann die Taufpatin im Schiff durch ihren Spruch seinen Namen geben und die Verbundenheit mit dem Gott der Meere mit einem Tankopfer bestätigen. Der Erzählleser Germany 52 soll von Meuterei und Schiffbruch verschont bleiben und immer einen Daumen Wasserkiel unter der Bleibombe haben und stets sicher sein Ziel erreichen. Liebende Besitzer und Segler, betreibt Aufwand für euer Boot. Versprecht alle Regeln und Gesetze des DSV zu beachten. Und versprecht dies zu tun. In diesem Sinne, dreimal. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, 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 hurra! Stellst du dich noch einmal gerade neben? Ja, so, das wollte ich. Halt, 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 halt. Aber bitte immer in die Kameras gucken, ne? In die Kameras. Kann ich das hier so? Was ist denn lecker? Kannst du noch mal ein bisschen gießen, einfach nur so tun? Kannst du noch mal ein bisschen gießen, einfach nur so tun? Nein, du. Ahoi! Machen wir nochmal! Guten Wind! Ahoi! Ahoi! Ja,
Jo, dankeschön. Dankeschön. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich kann mehr und mehr auch. Ne? Also Berlin kann man ja nicht immer hören. Aber in Stuttgart war auch wieder bei. Ja. Thank you.